Das ist so schön, dass du hier bist. So lang habe ich gewartet. Ich dachte, die Gelegenheit kommt nie. Aber du musst wissen, jede Gelegenheit kommt. Das ist das Schöne. Jede kommt irgendwann. Und ich dachte, als ich dich gesehen habe, jetzt erfahre ich's endlich. Kennst mich gar nicht mehr, Athanasius? Kircher starrte ihn an. Ich weiß, wer du bist, sagte Kircher. Was in dem Buch stand? Mein Vater hätte es so gerne gewusst. Sein Leben hätte er dafür gegeben. Und hat es ja auch. Und hat es doch nie erfahren. Aber ich könnte es jetzt rauskriegen. Ich habe immer gedacht, vielleicht sehe ich den jungen Doktor wieder. Vielleicht erfahre ich's noch. Und hier bist du. Also, was stand drin in dem lateinischen Buch? Kircher begann lautlos zu beten. Und erinnerst du dich ans Verhör? Fragte der Mann sanft. Wir haben dich gerettet, sagte Kircher. Der Teufel hätte auch dich ergriffen. Man kann nicht ungeschoren in seiner Nähe leben. Ich will es ja nur wissen. Das Buch, das musst du mir sagen. Und lüg nicht, denn das merke ich. Das hat er immer gesagt, dein alter Pater, dieser Dr. Thesimond. Lüg nicht, denn das merke ich. Dabei hast du ihn ständig angelogen und er hat's nicht gemerkt. Ich weiß es nicht mehr, sagte Kircher. Das glaub ich nicht. Ich hab's vergessen. Aber wenn ich es doch nicht glaub. Eine Träne lief Kircher über die Wange. Du hast recht, sagte er tonlos. Ich lüge viel. Dr. Thesimond hab ich angelogen. Aber das ist nichts. Ich habe auch seine Heiligkeit angelogen. Und seine Majestät, den Kaiser. Ich lüge in den Büchern. Ich lüge immer. Der Professor sprach noch weiter, mit brüchiger Stimme, aber Till konnte ihn nicht verstehen. Eine sonderbare Schwere war über ihn gekommen. Er wischte sich über die Stirn. Kalter Schweiß lief ihm übers Gesicht. Die Sitzbank vor ihm war leer. Er war allein in der Kutsche. Die Tür stand offen. Gähnend stieg er aus. Die Sekretäre sahen einander verwirrt an. Eines der zwei Kutschpferde war nicht mehr da. Die Deichsel ragte in die Luft. Und einer der Sekretäre sagte, dass seine Exzellenz, Professor Kircher, offenbar ohne Abschied weggeritten sei. Was ist los mit dir? Fragte Nele, die zu Till gegangen war. Er sah auf. Ich weiß es nicht. Was ist geschehen? Ich hab's vergessen. Jongliere für uns, dann wird es wieder gut.